Ja, Hallöchen, ich bin hier im 5-Sterne-Hotel Andreas im Restaurantbereich. Absolut fantastisch, absolut großartig. Ja. Und mir hier gegenüber ist Hannes Pescoli. Ja, du gehörst hier zu den ganz großen Machern. Du bist ja der jüngste Sommelier Italiens, richtig? Genau. Mit 17 Jahren hast du dich da reingestürzt. Ja, ist es nicht kompliziert, so mit 17 Jahren schon so einen tollen Gaumen zu haben? Es ist kompliziert am Ja. Anfang, muss halt immer schauen, will ich es weitermachen, will ich es nicht weitermachen. Aber ich sage so, wenn man das schon angefangen hat, soll man sein Ziel vervollständigen und immer weitermachen und bis man Prüfungen hat und Super. immer weiter lernen. Musstest du viel lernen dann als Sommelier? Ja, es war sehr, sehr viel zu lernen, auch sehr, sehr viel zu verkosten, zum Glück auch. Na, es ist fein gewesen, ist toll gewesen, viele neue Sachen gelernt und ja, na, es ist toll, dass man dann schlussendlich dann die Prüfung hat und auch Ja, einen super. Titel mehr hat. Haben deine Eltern Gastronomie, oder? Na, gar nicht. Nein. Nein, Wie also, kommst du auf diese Hotelschiene? ich bin in der Schule nicht gerade, sagen wir so, eine Leuchte gewesen und ich habe immer mit meinem Arbeiten leichter getan und mir hat das Gastgewerbe immer gut gefallen, das gute Essen, das gute Trinken und dann Ja. bin ich aufs Gastgewerbe gekommen und habe selber Praktikum gemacht und dann habe ich die Lehre hier im Andreas angefangen Ja. und jetzt heuer mache ich sie zu Ende. Okay. Wie kamst du denn auf die Idee, Sommelier zu werden? Mir hat es immer interessiert mit den Gästen, mit dem Wein. Ich war immer ein bisschen auch neidisch auf andere Kellner, was gut beraten haben gekonnt. Und habe mir gedacht, ja, das will ich jetzt auch teilweise können. Und aus dem Teilweise ist dann das voll geworden. Ja, Und super. ist gut. Ja, siehst du, einfach ein bisschen strebsam sein, ja, und nicht, wie du sagst, ein bisschen neidisch sein und sagen, hey, wenn das andere können, dann kann ich das auch. Sich einfach reinknien und das einfach umsetzen, oder? Ja, immer. Ja, stark, finde ich Ja. cool. Jetzt hast du heute Abend hier bedient. Und gehst jetzt noch in die Bar? Jetzt schauen wir mal, Ja. was wir noch tun. Jetzt noch ein bisschen fertig machen und dann nach Lust und Laune. Jetzt schauen wir mal. Okay, ja, und wie ist das für dich, in einem 5-Sterne-Hotel zu arbeiten? Es ist sehr, sehr toll. Man genießt einen guten Ruf. Hier im Andreas ist es natürlich sehr, sehr toll als Personal. Man kann praktisch man kriegt das ganze Hotel zur Verfügung. Wir können Fitness gehen, wir können Sauna gehen, wir können schwimmen gehen, Beauty-Behandlungen. Zu essen, zu trinken kriegen wir alles. Und es ist wirklich top. Also man fühlt sich wie zu Hause und es ist auch fein zum Arbeiten. Ja, Und schön. wenn man weiß, man fühlt sich im Betrieb wohl, dann passt es auch. Das ist natürlich ganz entscheidend, dass man in so einem Betrieb schafft, wo man sich einfach rundherum wohlfühlt, gell? Wo es einem richtig gut geht, ja. Ja, ist super. Freue Das mich sehr zur hebt die Arbeit. Arbeitsmoral, gell? Ja, schön. Ja, super, du. Dann Ja. danke ich dir sehr. Gerne, danke Wünsche Ihnen. dir noch einen schönen Abend und vielleicht sehen wir uns gleich noch an der Bar unten, Na, ne? hoffen wir es. Okay, Gerne. alles Gut. Liebe. Ciao, Wiedersehen. alles. Bye Ciao. bye. Tschüss. Ja.